Ich mag euch eine Technik vorstellen, die Olli hilft, sich auszudehnen, tiefer atmen zu können und oft auch das Zwerchfell mit zu lösen. Dafür arbeiten wir mit dem Recoil, einer osteopathischen Technik, in mehreren Phasen. Zuerst durch Beobachten und Spüren folge ich den Bewegungen Ollis Atem. Dreidimensional bewegt sich die Hand mit bei der Einatmung und verstärkt die Ausatmung. Bei der Einatmung bin ich wie angeklebt und gebe Raum. Und bei der Ausatmung helfe ich ihm, indem ich die Rippen etwas komprimiere. Das wäre so die erste Phase von Recoil und dadurch auch schon ein Bewusstwerden und Verstärken der Atmung. Und im Übergang zur zweiten Phase unterstütze ich die Ausatmung mehr, bleibe während der Einatmung in dieser Tiefe. Und du kannst gerne kräftig gegen meine Hände atmen. Schön, deine Kraft zu spüren. Das ist richtig cool, da so ein Gegenüber zu haben und dass ich meine Atmung da auch spüre. Die Atmung oft so kräftig, dass manchmal schon eine andere Position auch noch hilfreicher ist, wo ich mehr Gewicht sinken lassen kann. Dreidimensional, wie sich Ollis Rippen bewegen. Ich würde gleich einmal lösen. Ich hoffe, du erschreckst dich nicht. Lass dich so gerne nochmal nachspüren. Ich bemerke jetzt, dass wie etwas mit in Bewegung kommt, so in meinem Brustkorbbereich. Und als würde sich meine Einatmung ein Stück weit geweitet haben und ich ein Tick weit leichter einatmen kann. Okay, so könnten wir das an unterschiedlichen Körperpartien mit durchführen, wenn das passend ist, auch gleichzeitig an beiden Seiten, um so den gesamten Brustkorb und die Lunge mit durchzuarbeiten und Olli einen weiten Raum, einen Atemraum zu ermöglichen. Wenn wir einen Recoil machen und stärker den Brustkorb mit zusammenführen, es ist wichtig, dass dabei keine Rippen oder Wirbelgelenke verknackt sind, dass es nicht für den Menschen eine primäre Einengung bedeutet und vielleicht Atemnot oder so mit aufkommt, Panik mit aufkommt. Aber auch wenn wir plötzlich mit loslassen, ist es wichtig zu beachten, dass dabei keine Rippen mit verspringen und so. Dafür machen wir in Holistic Bodywork vorher auch einzelne Tests, um da auf der sicheren Seite zu sein.